Hallo, Hallöle und herzlich willkommen zu Exos sagte Sims vor. Und ich hoffe auf der einen oder anderen Art und Weise familienadäquat. Ja, die Hoffnung, das ist die, die immer mitschwingt. Und besonders in der heutigen Folge, wo ich eine konzeptionelle Idee habe, ein Pflanzenwesen beschämt zu machen. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Und wenn es funktioniert, wäre es eine perfide, brutale Art und Weise, ein Pflanzenwesen beschämt zu machen. Warum werden wir es überhaupt beschämt machen? Es geht immer noch darum, dass wir 6 Bohnen sammeln. 6 Bohnen. Wir haben schon 5 Bohnen. Die erste Bohne, die wir gesammelt hatten, war verspielt gewesen. Das war eine violette Bohne. Danach haben wir ja ein bisschen rumgeflirtet, hatten da eine pinke Bohne bewohnt für Krokette, ja. Danach haben wir eine selbstsichere Bohne bekommen, ja, das war die dritte Bohne, das war eine blaue Bohne. Die vierte Bohne war schon ein bisschen schwieriger, da habe ich ja schon ein bisschen ja, fast selbst ausgeflippt, das war die Bohne der Wut. Das war eine rote Bohne. Und die letzte Bohne, an der wir jetzt hängen, das ist die orange-gelbe Bohne. Und da müssen wir ein Pflanzenwesen halt beschämt hinbekommen. Doll, ja? Ein beschämtes Pflanzenwesen. Und das könnte sehr interessant werden. Das könnte wirklich sehr interessant werden. Wie wir das hinkriegen, weiß ich nämlich nicht. Da müssen wir erstmal gucken, wie wir das hinbekommen. Und damit wir das hinbekommen, müssen wir in die Simulation. In der Simulation sagen wir jetzt, wer war das gewesen? Jetzt muss ich erstmal gucken. Mareike Jansen. Das heißt, wir reisen ab. Wir reisen ab. Wir reisen nach Hause. So, das ist der erste Planschritt. Wir reisen nach Hause. Nehmen Mareike Jansen mit. So, wir nehmen Mareike Jansen mit. Yeah, yeah. Wir nehmen Mareike Jansen mit. Ja, wir nehmen Mareike Jansen mit. Was ich sehr gut finde. Ja, ihr merkt schon, die Idee, die ich habe, ist sehr perfide. Und dann da fange ich an zu singen. Bin vor allen Dingen gespannt, ob das überhaupt so funktioniert. Das könnte durchaus interessant werden. So, ich muss mal gucken, ob Mareike Jansen nämlich jetzt noch eine Pflanze ist. Nee, ist sie nicht. Mist. Mareike Jansen ist keine Pflanze mehr. Okay, das kriegen wir so nicht hin. Die Frage ist natürlich, ob hier auch ein Pflanzenwesen vorbeikommt. Spät haben wir's. Also, es kommen hier Leute vorbei. So, dann können wir Mareike Jansen natürlich gerne wieder nach Hause schicken. So, danke Mareike Jansen, dass du mitgekommen warst. Bitten zu gehen und tschüss mit dir. Mist. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass hier ein Pflanzenwesen vorbeikommt. Da ist sogar eins. Das ist geil. Sehr schön. So, Lukas Schmitz, bitten abzuhängen. Kompliment, mehr Auswahl, freundlich. Wir sind da jetzt erstmal ganz freundlich. Wir gehen mal dahin, fragen nach der Karriere. Dann machen wir nochmal Romantik. Nee, wir sind doch weiter freundlich. Bitten abzuhängen und go. Ich guck mal nach, immer trotzdem sicherheitshalber, ob wir vielleicht auch noch ein gelbes Pflanzenwesen sehen, wie gesagt. Also mit so einer gelben Aura. Der ist auch nochmal rot. Oder ist das jetzt der gleiche gewesen? Ich weiß es gerade nicht. Mit wem wollten wir hier quatschen? Lukas. Ist das der Lukas gewesen gerade? Lukas Schmitz?
Mit Lukas. Genau. Da verändert ganz schön oft seine Farbe. Ja, ich muss los. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Finde ich super. Auf Wiedersehen. Nee. Ja. Bitten abzuhängen. Komm, go. Bevor der hier abhaut. Ich muss den irgendwie in die Bude reinkriegen. Gar nicht so einfach. Ich glaube, der riecht den Plan. Und haut vor mir ab. Wo hänge ich denn überhaupt? Ja, geh mal da hinterher. Der ist da hinten. Worauf wartet sie da? Jetzt habe ich den schon aus dem Radar verloren, weil der irgendwo hier rumtingelt. Hier. Aha. Spannend. Extrem spannend. So, jetzt gucke ich mal nach, ob ich ihn danach reingelockt kriege. Spielen. Nee. Kartenspiel mit Kitami braucht andere Sims, die mitspielen. Senderwechsel. Schwierige Angelegenheit. So, der ist Kroket. Okay, wir machen mehr Auswahl. Sie sind freundlich. Können wir nochmal Karriere fragen? Mehr Auswahl. Wir fragen mal nach. Mehr Auswahl? Fotos kennenlernen. So, was ist da los? Warum bricht der einfach ab? Freundlich. Brillante Erfindung erhöhen. Nee, du sollst nicht gehen. Ja, es ist 18 Uhr, es ist gleich 19 Uhr, das ist das hier meine gerade. Entgiftungsgeheimnisse ausplaudern. Gucken wir mal. Oh Gott, das ist echt nicht einfach. Ja, guck dir das mal an. So, dann wollen wir mal schauen, ob ich ihn jetzt reinkriege. Mehr Auswahl. Boah, ich krieg ihn hier rein, oder was? Was könnte man denn noch zusammen machen? Spiel mit Lukas. Yes, 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 yes. So, jetzt wird's nämlich geil. Jetzt kommt nämlich Phase 2. Jetzt kommt nämlich Phase 2. Entgiftung. Lukas plaudern. Okay, irgendwie hat es nicht geklappt. Müssen wir nochmal. Oh Gott, das ist sau schwer gerade hier. So, spielen mit ihn hier. Aha. Es ist der Spieltisch da. Schreibfähigkeit. Oh, ich schreibe? Okay. Spielen. So, die gehen jetzt rein. Sie ist jetzt zwar ein bisschen angespannt, aber okay. Da muss die junge Dame durch. So, es geht rein. Tür geht auf. Er ist drinne. Jetzt wird's geil. Jetzt wird's geil. So, Tür ist zu. Tür abschließen für. Jeden außer Familienmitglieder. So, das gleiche machen wir jetzt bei den Klos. Abschließen für.
Jeden außer Familienmitglieder und das andere auch. Abschließen für jeden außer Familienmitglieder. Bam. So, jetzt der folgende Hintergedanke. Er kann ja auf der Couch schlafen oder sonst wie, er kann auch essen oder sonst was. Das ist alles nicht das Problem. Aber eins kann er nicht. Er kann nicht pinkeln. Das heißt, er wird dann irgendwann mal unwohl. Ja? Und wenn er so unwohl ist, dann kriege ich die Bohne von denen. Ja, ich bin schon echt perfide, aber sowas von. So, dann lassen wir den Jungen hier einfach mal machen. Und wir schauen uns mal nach unseren eigenen Bedürfnissen um. Das heißt, hier, Maya Müller zum Beispiel, die kann pinkeln gehen. Das funktioniert. Macht sie auch mal. Das heißt, sie gehen hier einmal auf Toilette, dann verwendet sie einmal Hände waschen und einmal Zähne putzen. Das ist sehr schön. Und I'm himself kann auch die Toilette verwenden. Es ist schon hart, wenn man daran denkt, dass wir jetzt jemanden hier drinnen haben, der die Toilette nicht verwenden kann. Das ist schon echt hardcore. So, ich selber, also in dem Fall Kitami gerade, die kann hier mal, kann das hier mal wegwerfen, kann hier mal, nee, transformieren natürlich nicht. Dann kann sie das hier mal bitte aufräumen, wenn sie schon mal dabei ist. Und dann machen wir auch mal hier die Gruppenaktivität an, dann geht das hier halt ein bisschen besser. So, genau. Ist das schon in Ordnung? Ich bin schon eine echt fiese Sau, fällt mir gerade auf. Ich bin echt eine fiese Sau. Ich hätte in Guantanamo arbeiten können, so rein theoretischerweise. Sehr gut. Sehr gut. Ja, ja. Wie sieht's denn bei mir aus? Will ich denn was essen? Was hab ich denn für Bedürfnisse? Ah, ich könnte was essen. Mach ich das mal. Wisst ihr was? Ich esse mal die Kekse hier auf. Essen wir mal die Kekse auf. Essen. Wie sieht's denn da aus? Sie ist am Schlafen. Es ist 21 Uhr. Okay, darf sie machen. Ja, auch alle schick. Ah, passt schon. Wo tingelt denn unser Pflanzenwesen herum? Ist das noch am Schachspielen? Es ist noch am Schachspielen. Ja, weiß noch nicht, was los ist. Das wird noch ganz lustig. Das wird durchaus lustig. Ja, er weiß noch nicht, was ihm blüht, sprichwörtlich. Tja, die Toiletten sind verschlossen. So sieht das Ganze aus. Ja. Ja, ich könnte wirklich in Guantanamo arbeiten, echt hardcore. Ja, versorgt ist er ja, kann jederzeit essen, kann jederzeit trinken. Er kann nur nicht kacken und pinkeln. Ja, ja. So, Tuning-Teile. Wieso? Wo bin ich? Was ist los? Ah, da ist was gewesen. Das heißt, hier darf ich mal aufwischen und auch mal bitte wegwerfen. Danke. Danke dafür. Wie heißt das immer so schön? Läuft eigentlich ganz gut. Warum kannst du mal meine Augen reiben? Meine Augen jucken gerade wie blöde. Gut, wenn du das gemacht hast, darfst du das bitte hier mal... Du brauchst einen Mülleimer oder ein Becken, um das... Was ist das? Ah, jetzt geht's. Fühl mich gerade so ein bisschen verarscht. So, dann darfst du das hier mal wegmachen. Was ist hier los? Ach, jetzt habe ich den falschen Charakter angeklickt. Eigentlich sollte sie... Gut, das heißt, du darfst dann mal kochen. Was lassen wir sie denn kochen? Obstsalat. Obst ist immer gut. Obstsalat. Wir haben einen Superfood-Salat. Wir haben einen Obstsalat. Ja, ernähren sich alle sehr gesund. Was macht das Pflanzenwesen? Ja, Pflanzenwesen spielt immer noch Schach. Ich weiß nicht, was passiert. Ja, ja. So ist es. Evil Bad Exos, wie man so sagt.
Auch ein Exos kann mal fiese Map sein. Na, was ist los mit dir? Musst du langsam? Wir sind immer noch am Schach spielen. Scheint nicht wirklich viel zu kümmern. Ja, ich hoffe, dass die auf Klo müssen. Wenn nicht, dann wird peinlich. So, das darfst du bitte mal aufräumen. Nee. Ach, sie ist noch dabei. So, das darfst du dann bitte... Nee, das darf er dann mal bitte weglegen. Genau. Müssen wir auch zusehen, dass wir irgendwann mal hier dann umbauen. Ich denke, das könnte man theoretischerweise in der Nacht abends machen oder was auch immer dort kommt. Ja, der ist immer noch sehr krokett, wie man sehen. Er leuchtet noch rötlich. Also so pinkmäßig. Ist doch pink, oder? Pink ist krokett, ja. Soll er pink sein? Was macht da der Müdigkeitswert, der geht? Maya Müller ist eigentlich, naja, okay, aber sie hätte Hunger. Wisst ihr was, wir lassen Maya Müller nochmal essen. Wir lassen Maya Müller nochmal essen. Das heißt, sie geht hier an den Kühlschrank ran, holt sich etwas raus. Und zwar, halt. Quatsch. Ja. Das da. Ein Gericht nehmen. Danke. So. Malen sollst du jetzt erstmal nicht. Das wäre ein bisschen blöd. So, Hunger, Hunger, Hunger. Ja. So, was macht unsere Pflanzenkreatur? Naja, wird langsam interessant. Sie gart ihren eigenen Saft. Gut, wir sehen uns dann morgen wieder. In dem Sinne euch einen schönen Tag. Ciao, ciao. Bye, bye und Cheerio.